sind wir? ED1? Hey, Kumpel. Wo steckst du? BD? Oh Gott, ist das optional? Ich muss einen Weg hier rausfinden, wo immer hier ist. Hab ich was Optionales gerade gefunden? Ist das ein Stromkabel? Was kann ich hiermit machen? Lol, was habe ich hier gerade gefunden? Ich rupp erstmal noch so ein paar Sachen aus der Wand. Hier? Nee, ist auch nichts. Ja, da ist es Teil. Was da hinten? War das jetzt echt optional? Kam der nur dort? Was ist eigentlich passiert, wenn ich den besiegt hätte? Wäre da gar nichts passiert? Müsste ich dann das alles gar nicht machen? Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Kann ich nicht! Okay. Also ich finde das gerade mega geil. Mein Lichtschwert ist weg. Hier sind überall tote Insekten. Warum kann ich hier hin? Hier ist ja nichts anscheinend. Ich hatte nichts zum Looten. Warum kann ich hier hin? Oh, das sind Feuerinsekten. Ja, da sollte ich nicht rein. Ah, das Ding schläft. Okay. Aber jetzt mal ernsthaft, ist das hier wirklich nur optional? Oder hätte der so oder so auf mich gelauert? Bisschen merkwürdig war das immer noch, dass ich durch die Textur gucken konnte. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doll merkwürdig. Aber naja. Guck mal, dafür brauche ich eine Happy D, okay? Kann ich das Stromding hier reinstecken einfach? Jetzt müssen noch beide Seiten funktionieren, oder nicht? Hä? Ah, ich müsste das Ding erstmal überladen, damit es funktioniert. Aber ich könnte dann bestimmt das Ding nehmen und da reinstecken. Mal gucken, was passiert. Das Kabel ist aber sehr lang, ne? Also ich meine ja nur. Das hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Ach stimmt, ich kann ja glaube ich auch nicht mal mehr Lootboxen öffnen, weil dafür habe ich ja immer BD gebraucht. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Aber um denn weiterzukommen, brauche ich BD. Also ich BD müsste irgendwo hier sein. What the fuck? Das muss ja ein Kopfgeldjäger sein, oder? Oh, zur Hölle bin ich. Ich meine, ich muss ja noch auf demselben Planeten sein, oder? Jo, was geht? Hey, ist da drin jemand? Hi, Chubadanago! Wo sind wir? Hoppa, Sorktomo Kiliuba, Shakpudu. Was? Sorktomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Hat er sich über unsere Lage lustig gemacht oder hat er gerade einen guten Witz erzählt? Oh, das muss ein Witz sein. Und ich verstehe ihn nicht. So wie der lacht, der muss genial gewesen sein. Naja. Also der, uff. Was ist mit ihnen geschehen? Ist wahrscheinlich gestorben, ne? Warte mal. Ich war doch gerade. Ah ne, das war nur das Ding, was blau geleuchtet hat. Okay. Was zum Teufel? Das sieht aus wie so ein. Fast aus wie so ein Flip-Automat. Müssen wir noch damit spielen können. Schlau, was soll ich jetzt damit? Was passiert, wenn ich es loslasse? Ah, nee, warte. Kann ich das Ding hier irgendwo reinrammen? Hm, natürlich nicht. Ah, lass los.
Oh, fällt ganz schön weit runter. Und ab. Was? Na, komm mal her. Ich steck dich mal wieder rein. BD? BD1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ich hol dich da raus. Wo? Ach, da hinten steht er. Da hinten steht er, ganz ohne Seite. Wie, was soll ich denn hier machen? Also runter ist natürlich die falsche Lösung. Also die falsche Lösung ist nicht der richtige Weg. Sagen wir es mal so. Falsche Lösung, Alter. Ah ja. Könnte ich das Stromding? Nee, das Stromding kann ich bestimmt nicht hier mit hernehmen, oder? Aber das, könnte ich das da reinstecken? Ich guck mal, wie lang das Kabel ist von dem Ding. Wer hat das denn wieder reingesteckt? War ich das? Hat ich das nicht losgemacht? Ach, keine Ahnung. Oh, komm mal her, mal gucken. Nö, weiter komme ich nicht. Ah, da oben muss das Ding ran. Wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Kann ich das Ding als Seil verwenden? Darf ich wie Tarzan hier rumschwingen? Ich meine, es wäre komisch, aber... For Science! Tatsächlich? Alles klar! Und... hat funktioniert. So, jetzt kommen wir her. Und ran damit. Hui! Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Halterbolzen ab. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Oh, die Dinger kenne ich. Das sind noch diese Arztroboter. Hatte da, war nicht bei Darth Vader damals auch so ein Ding im Raum, als er seine Transformation hatte von Anakin Skywalker zu Darth Vader? Also als er zusammen gebastelt wurde. So, her damit. Hacken, Bruder. Let's go. Folgt das ein bisschen merkwürdig aus. Ich glaube, ich konnte hier hinten noch etwas machen. Ah ja, stimmt. Da muss ich eh hin mit BD. Aber hier kann ich auch noch was machen. Mit der Pirouette fliegt das Ding runter. Aber wer ist das hier? Ist der irgendwie Kanon? Bist du damit fertig, BD? Gab es denn irgendwie mal schon mal in irgendeinem Star Wars Film? Wurde das schon mal irgendwie angeteasert? Ah, ich bin wieder hier rausgekommen. Okay. Hier wollte ich eigentlich eh hin. Naja. Jo, Bruder, einmal überladen bitte. Wirklich Klage. Großartig, BD. Dann stecken wir das Ding hier mal rein und dann dürfte es funktionieren. Das hat was auch immer. Ah, der Fahrstuhl. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Oh, die Mucke. Hey, ich kenne diese Band. Warte mal, hat er gerade die vierte Wand durchbrochen, weil er die Musik auch gehört hat? Mann, ich habe noch nicht mal ein Laserschwert. Okay, also. Wenn er mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Brauch's zurück. Na, Wahnsinn! Da ist unser Freund! Wir haben schon gewettet, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Ich bin John Turbo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation! Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Oh, lol. Hey,
Junge! Warum tritt er die ganze Zeit? Das hat er doch sonst nie gemacht. Warum hat er die ganze Zeit versucht, das Ding zu treten? Leute, ist der Gegner rausgekommen. Das kriegst du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Ach klar, das ist eine gute Ausrede. Hast recht, er redet echt zu viel. Alter, was ist das für Dinge? Hä? Hat er sich gerade in den Metallboden gegraben? Seht ihr, wie der Gedi abgeht? Bro, ich hab für Spitzkatze. Oh. Oh. Jetzt, Baby. Wie ist das eigentlich? Wenn ich gegen die Dinger die ganze Zeit drauf gehe, kann ich doch eigentlich hier übelst XP farmen, oder nicht? Gott, was ist das denn? Schon wieder so ein Ding. Redet der von mir oder über die Spinne? Was ist das Ding eigentlich? Oh mein Gott! Ich find's cool, dass die ganzen Dinger zusammen im Team kämpfen. Man kann nicht immer gewinnen. Hast du recht. Ah, da ausnahmsweise recht. Aber warum kämpfen die ganzen Monster im Team? Wollen wir den Fähigkeitspunkt noch voll kriegen? Als ob. Als ob das Ding mich noch erwischt hat. Ich denke mal, das ist auch der finale Kampf hier, oder? Dieser Junge ist was Besonderes. Ich hab ihn doch gerade geslowt. Ich hab ihn doch gerade geslowt. Respawn. Ja, jetzt bin ich wirklich draufgegangen. Und jetzt kann ich den Kampf doch mal von vorne machen. Also wurde ich wirklich eingefangen von den Gegnern. Okay. Weird Flex, but okay. Okay. Oh, das macht gerade ehrlich gesagt echt Bock, ne? Also es macht gerade echt übertrieben Bock irgendwie. Weil ich finde persönlich gerade, also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Wahrheit entspricht, aber es fühlt sich wirklich so an, als ob man das ganz leicht übersehen kann. Ich meine, es hat sich angefühlt, als hätte ich den Typen auch dort umbringen können. Ich meine, der war jetzt nicht unbedingt schwach. Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, ich hatte halt nichts zum Heilen und habe deswegen auf die Fresse bekommen. Nee, die Katze kommt nochmal. Ah nee, gut. Ich hab grad Angst geschoben. Oh Gott. Wow. Alter! Die sind aber auch aggressiv hier. Der gerade gegen seinen Mund gerollt. Nein, hör auf mich an zu visieren! Nimm dein scheiß Auto in, Dreckskröte! Da schon wieder! Das Ding hat sich einfach eingebuddelt. Das ist schön für dich! Junge! Leichte Beute. Junge! Diese scheiß Drecksspinne! Ja, fein rüber, BD1. Aber warum haben sie hier auf einmal neue Gegner eingeführt? Ich komm. Ey, es war so ein Zeitloop und ich kam einfach nicht weg. Das Gute ist, dass ich wieder geheilt wurde. Weil ich halt das letzte Mal hier draufgegangen bin. Und ich krieg den Hit. Nein? Warum? Können sie eigentlich nicht gegenseitig verletzen? Das ist so unfair. Ich meine, ich krieg hier die dicken Hits von den Dingen. Findest du das witzig? Klar. Was ist mit der Spinne? Jetzt geht's richtig los.
Bitte, stimmt zu mir. Alter! Was ist mit dem Ding? Warum rastet es so komplett aus? Es macht Angriff, 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 Angriff. Es hat mir nicht eine Sekunde zum Heilen gegönnt. Was ist das denn auf einmal gewesen? Normalerweise machen die doch immer Angriff, Angriff, dann chillen die eine Sekunde und dann machen sie den nächsten Angriff. Ach, das war ja gerade einfach nur noch kloppen, kloppen, kloppen. Immer gib ihn, immer reiner. Alter, meine Güte. Ja, naja, jetzt dürfte ich es schaffen, ne? Also, nur mal kurz zum Erwähnen, ich spiele natürlich auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Dadurch ist das Spiel noch ein bisschen schwerer als auf normal. Also wundert euch nicht, warum ich hier gerade so die Fresse poliert bekomme, okay? Meine Güte. Wolltest du mal erwähnt haben? Oh, mein Controller, was ist los? Ja, Leute, geht's nochmal los. Ich mach das natürlich alles nur, damit ich nochmal leveln kann, ne? Und oh, schon Gott. Ändert sich die Sache. Ich bleib die ganze Zeit in diesen scheiß Insekten hängen. Das ist dein Ernst, ne? Ich meine, die Musik ist cool. Also ganz ehrlich, die ist echt cool. Du bringst die Chancen durcheinander. Davon habe ich doch viel. Glaube ich dir sogar. Manche Dinger sind ja auch nicht großartig stark oder irgendwas, ne? Schick mir mehr! Ich will erstmal die kleinen Säcken weghaben, bevor ich in die großen kämpfe. Geben wir etwas mit mehr Mist! Was ist das für den Jedi? Ein Hit! Yes! Das hat wehgetan! Tür hat's wehgetan! Junge! Junge, ich kann hier. Ich sehe gerade absolut nicht mehr durch. Werf einen rüber, BD1. Nein, ich würde gerne erst die Spinne wieder wegmachen. Guck mal, dass es auch nur mich trifft, Alter, nicht die Spinne. Und ich krieg ihn jetzt. Aua. Natürlich ist es nicht mein Tag, lol. Hilf mir, BD. Ah! Okay, er will also die harte Tour. Ja! Na endlich! Jetzt kommt noch eine Welle. Wird sich so verarschen, oder? Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Echt? Die Axion Blut bläst zum Angriff. Anti? Ach er! Gleich nochmal! Achtung! Kommst du nicht dran? Hast du Angst? Yes! Ach, der explodiert gar nicht. Uns gönn ich ihn. Fuck! Es ist die Mantis! Das ist die! Es gibt keine Kurve! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn Simon! Hey, Grace. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Triller.
Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Cal, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Es geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Okay. Ich habe mich eigentlich schon vor 2 Sekunden oder so ein Mute, und ich habe die ganze Zeit diesen scheiß Mute-Knopf mit der Maus nicht getroffen. Warum kann ich damit nichts machen? Die sind doch hier mittlerweile gewachsen, die Pflanzen. Aber guck mal, ich habe hier irgendwie noch 2 Stück fehlen, glaube ich. Ich frage mich, ob ich dann was bekomme. So, wir schauen uns erstmal die ganzen neuen Sachen für unser Laserschwert an und dann werden wir erstmal zu einem anderen Planeten fliegen. Das heißt, wir werden die Story jetzt erstmal an dieser Stelle nicht mal weitermachen. Denn wir werden ja zu dem roten Planeten fliegen, weil ich habe gehört, dass man da was bekommen kann. Also da wurde ich gespoilert. Noch Material hatten wir bekommen. Noch ein goldenes? Wie viele goldene Sachen gibt es denn noch? The fuck? So viele verschiedene Arten von Gold, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine hier. Das ist eindeutig goldene Farbe, ne? Hier, auch noch Gold. Das ist eher mattes Gold. Dann habe ich hier nochmal ein anderes Gold. What the fuck? Warum so viel Gold, ey? Ich meine, yo, Jesus, chill. Wir nehmen jetzt mal das hier, wir passen das Laserschwert jetzt mal wieder ein bisschen an. Und zwar kloppen wir dieses Mal das Ding drauf. Warte mal, hä? Ja, okay, die beiden Dinger sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Ja, sind wir mal ehrlich. Naja, wir lassen das Ding erstmal hier. Dann kloppen wir hier... das Ding drauf, genau. Und vorne kommt... Also ist das auch wieder Vorbesteller-Ding gewesen. Das Ding war hässlich. Das Ding war auch nicht so geil. Ich würde sagen, wir klatschen wieder das Ding drauf, ne? Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Ding wieder. Farbe lassen wir bei Orange, genau. Und dann... Oh, jetzt kommt das Ding wieder. Geil. Einfach nur geil. Aber jetzt werden wir erstmal zu dem roten Planeten gehen. Denn da führt uns der Weg jetzt hin. Wie gesagt, ich wurde halt gespoilert durch so ein scheiß Video, was ich da gesehen habe. Obwohl im Titel stand, spoilerfrei, wurde ich trotzdem gespoilert. Dann lass uns mal zum roten Planeten gehen und das Doppellichtschwert holen, ne? Okay, wohin geht's, BD? Vor allem, ich bin halt noch nie dahin gegangen. Der ist schon seit Anfang an da. Du kannst ihn seit Anfang an schon bereisen, aber ich bin nie dahin gegangen.
Warte mal, 76%, das heißt, da fehlt noch was, okay. Ich habe noch keinen Planeten zu 100%, ne? Kann man eigentlich nochmal zurück zu dem Ding, wo wir gerade waren? Nee, ne? Nee, das sieht man hier nirgendwo rumkreisen, okay. Dann erstmal zu dem roten Planeten hier. Ja, genau, hier will ich hin. Ja. Datumir? Wirklich? Jo. Okay. Denn ich habe gehört, da gibt es das andere, da gibt es ein Upgrade für mein Laserschwert. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datumir? Ja, klar. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Also ist das ein optionaler Grind-Planet oder wie? Zu dem ich einfach hingehen kann und grinden kann? Oder wie? Datum. Irgendwie kommt mir der Name komplett bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung wieso. Ist jedes unserer Ziele so schrecklich wie das hier? Auf ein Wort, Kerl. Ach du Scheiße, okay. Es muss Cordova sehr wichtig gewesen sein, herzukommen. Er riskierte sein Leben dafür. Aber das machte er ja fast immer so. Jetzt, wo ich das weiß, kann ich es mir vorstellen. Das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ob wir uns auch nur im Ansatz vorstellen können, was uns eigentlich erwartet. Was sagt unser Captain? Er kann es bestimmt. Der ist stärker, als ihm bewusst ist. Ja, okay. Auf jeden Fall, moin, Anaman. Was geht? Kann ich hier klettern? Nein. Okay. Ah, hier muss ich lang, oder? Ja, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Ich meine, das müsste doch jetzt eigentlich ein optionaler Planet sein, oder nicht? Glück haben wir da nicht gestanden. Boah, was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Ah, das tut es wirklich nicht. Ist das jetzt hier wirklich alles optional, was ich gerade mache? So eine Gegner? Gut, das Ding hat jetzt noch nicht so viel Damage gemacht, aber die Hit-Kombos sind schon nicht schlecht. Oh Gott. Es macht zwar nicht viel Damage, aber dafür macht es viele Angriffe. Lol, als ob das Ding noch nicht... Das hat im Sterben noch einen Hit rausgekloppt. Alles klar. Würdest du mir bitte helfen? Ah, wieder normal. Okay, gucken wir uns mal die Karte an. Okay, das sind viele Wege, die ich gehen kann. Okay, das sind sehr viele Wege. Wir gehen einfach mal hier lang. Oh. Was? Ach, hier kommen die Spinnen, die wir gerade besiegt haben. Hier kommen die normalerweise. Okay. Ich komme nicht durch. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Meine Mutter möchte einmal nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schön für deine Mutter, Anaman. Möchte sie mich besuchen kommen, oder was? So, wie komme ich hier durch? So, ah! Zack. Muss ich mal platzen, so. Ich brauche Hilfe. Komme ich von hinten rein? Na, okay, komme ich nicht.